Hallo zusammen, Maya 3007 hier und herzlich willkommen zu meiner Rezension von Letzter Stollen von Herbert Dutzler. Der siebte Fall für den Gasperlmeier. Das Buch hat 396 Seiten, ist im Heimann Verlag erschienen und kostet 12,95 Euro. Ausgerechnet während Gasperlmeier in einer gemütlichen Runde seinen 50. Geburtstag feiert, klingelt sein Handy. Im nahen Bergwerk ist ein Besucher verschwunden. Es handelt sich dabei um einen Kunsthändler aus Nürnberg. Hat er sich während der Führung einfach verirrt oder wurde er etwa gewaltsam beiseite geschafft? Notgedrungen muss Gasperlmeier dieses Mal also unter Tage ermitteln, was ihm so gar nicht behagt. Wenig später wird der Mann dann tot aufgefunden. Gasperlmeier nimmt wie gewohnt unterstützt von Frau Dr. Kohlroß die Ermittlungen auf. Was wollte der Mann überhaupt in Altaussee, fragen sie sich. War er als Kunsthändler eventuell dem Nazigold auf der Spur? Denn es kursieren ja schon lange die Gerüchte, dass die Nazis kurz vor Kriegsende wertvolle Schätze in dem Bergwerk versteckt haben, damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen. Ein sensationeller Fund wenig später scheint diese These noch zu untermauern. Doch dann taucht eine zweite Leiche auf, die alles über den Haufen wirft und die Ermittlungen fangen wieder bei Null an. Das Buch endet in einem spannenden Finale. Aber ich muss sagen, die Auflösung des Falles an sich hat mich dieses Mal leicht enttäuscht. Da hätte man, finde ich, ein bisschen mehr draus machen können. Aber alles in allem wieder ein schöner, unterhaltsamer Alt-Aussee-Krimi. Der Humor an der Reihe gefällt mir immer richtig gut. Und ich finde es auch schön, immer wieder in Gasperlmeiers Privatleben einzutauchen. Auch über seine Dauerquerelen mit der Reporterin der Schilling-Zeitung konnte ich wieder lachen in diesem Buch. Das ist ja ein Running Gag, der sich durch alle bisherigen Bücher zieht. Seine Querelen mit der Schäblinge. Immer wieder herrlich. Also zusammenfassend kann man sagen, ein schöner Krimi, aber leider nicht das beste Buch aus dieser Serie. Allen, die gerne humorvolle Krimis lesen, kann ich den Gasperlmeier empfehlen. Ich würde euch aber raten, wenn ihr mit der Reihe anfangt, fangt auch wirklich mit Band 1, Letzter Kehrtag an, da vor allem die Privatgeschichten aufeinander aufbauen. Von mir gibt es 3 von 5 möglichen Sternen. Ich bin gespannt, ob die Reihe weitergeht. Wenn ja, werde ich mir die Bücher auf jeden Fall wieder besorgen. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, auf meinem Kanal findet ihr auch noch einige weitere Rezensionen über den Gasperlmeier. Klickt euch da einfach mal durch. Also bis zum nächsten Mal dann. Maya 3007.